gehst denn hin diesmal? Für Kostalhütte natürlich, von wo sollst du hingehen? Aber das Ghettozeug, das hättet ihr ruhig daheim lassen können. Wieso denn? Na, jetzt um die Zeit. Es ist ja schließlich mitten im Herbst. Wer weiß, wie lange das Wetter noch so bleibt. Ha, heute ist jedenfalls ein Tag im Sommer. Ja, komm. Es ist doch von nicht, dass wir dieses Jahr das karge der Joch noch schaffen. Ja, ich hab schon selber fast nicht mehr geglaubt. So ein Wochenende müsste noch mal so lang sein. Dann könnte man auch mal in den Zentral reisen. Monte Cristallo oder so. Monte Cristallo, das wäre schon was. Ach, lass nur. Hier ist es auch ganz hübsch. Wir müssen nur sehen, dass wir zur gleichen Zeit Urlaub kriegen. Lass mich nur machen. Ich werde mit dem Werkmeister schon reden. Mit dem Kopf fliegst du in Deutschland und dann mit dem Hintern im Ausland. Halbzeit, los komm, wir müssen weiter. Und schon wird schon warten. Ja, mit dem Essen. Steigen wir doch einfach durch den Zaun. Ja, das geht auch. Endlich sind wir da. Ja, Gott sei Dank. Du schaust doch vorne so schon. Der hat es so. Das macht er doch nicht. Hallo, Old Show! Wie geht's? Da sind wir! Hallo! Ja. Also mich, wenn's was. Ein bisschen Spätzeit wohl dran. Wir fahren dich aber nicht. Wir haben bloß Hunger. Komm, ja, lass das. Ja, mach uns lieber was zu essen. Na gut. Also nicht, wenn es trotzig weiß. Wir haben nicht viel zu viel Hunger, um dich zu fragen. Nicht mal 2 Stunden haben wir gebraucht für den Aufstieg. Tu nicht, was? Dein Chronometer geht übrigens vor. Ja. Du gestattest doch. Ja, ja. Dann muss... Wir sind doch nicht alleine in der Hütte. Hm? Ja. Weiber, hä? 2 Mädchen sind da. Sind gerade spazieren gegangen. Na, sie werden uns schon nicht beißen. Also sag ich, wenn sie am besten gerne aufbringen. Aber schönes Wetter haben wir. Was verstanden du, Old Joe? Weiß euch nicht, schrie. Nicht, wenn es wächst. Es wird regnen. Ach, nie im Leben. Das meinst du nur, weil du noch im Wachsen bist. Geh, als wir zu als alle Löcher gossen. Du siehst ja, wenn wir kommen, scheint die Sonne. Und so bleibt's da. Wecken wir? Dann nicht. Ach, das ist sicher nur so ein Guss. Hey, kommst du jetzt runter? Essen wir fertig. Und schon? Sag mal, wie lange wird denn das Sauwetter dauern? Ja, wenn es mich fragst, nicht lang. Wir haben jetzt ein Wetter wie im April. Man kann sich nicht drauf verlassen. Okay. Ja, ich weiß Bescheid. Nicht aufs Glauben. Bin lang genug da herum. Du. Ich weiß Bescheid. Nicht aufs Glauben. Ich bin lang genug da herum. Was ist denn? Ja, wir hätten dich eben doch fahren wollen. Herrenbesuch? Richtige Bergsteiger? Wollen's hoffen? Würdest du dich das trauen? Nein,
Ich kann ja nicht mal vom dritten Stock runtersehen, ohne dass mir schwindelig wird. Naja, man hat schon ein bisschen viel Luft unter den Sohlen, wenn man so oben steht. Ach, das ist noch gar nichts gegen die Marmolata oder den Monte Cristallo. Naja, es reicht. Da schaut mal her. Diese Route habe ich gemacht. Und bis hierher bin ich vor das Jahr alleine gekommen. Na, zu zweit schaffen wir es bestimmt. Na, ganz bestimmt. Was wollt ihr denn schaffen? Die Nordwand natürlich. Ja, die Nordwand. Bei dem Wetter. Ach, was Wetter. Du hast dich halt schon mal getäuscht. Das war doch bloß ein Guss. Hinter wollte er dem Partout nicht glauben, dass bei dem Wetter nichts mehr zu machen ist. Was habt ihr denn davon, wenn er drin hängt in der Wand? Wenn sie euch rausholen mit kaputten Knochen? Wenn euch die Finger abfrieren? Was habt ihr denn davon? Ein vernünftiger Mensch klettert nicht bei dem Wetter, wenn es mich fragt. Aber es hat doch aufgehört zu reden. Ja eben, es hat doch aufgehört zu reden. Ach, ihr. Stimmt's vielleicht nicht? Ich verstehe nichts von eurer Bergsteigerei. Aber da, woher habe ich denn mein steifes Bein? Ich habe auch einmal nicht glauben wollen, was mir ältere Leute gesagt haben. Old Show, weißt du, was du bist in meinen Augen? Ein richtiger Schwachzeher. So ein Regenbus hat noch keinen umgebracht. Da ist doch nichts dabei. Was soll uns denn schon passieren? Bitte liebt Zeit noch mal ein bisschen warten. Was hast du denn? Ich weiß nicht, Paul. Vielleicht hat er doch recht. Ach so. Du willst nicht mehr. Na bitte. Dann mache ich es ihm alleine, wenn du Manschetten hast. Manschetten? Gut. Dann habe ich eben Manschetten, wenn du es so nennen willst. Ihr könnt jetzt denken von mir, was ihr wollt, aber meine geraden Knochen sind mir lieber. Mensch, Gerhard. Tja. Die beiden so gegeneinander auf. Komm, leg dich jetzt schlafen. Die werden sich schon einigen. Aber das gibst du doch zu. Der Paul, der ist ein ganz anderer Kerl wie dieser Gerd. Der hat keine Manschetten. Mensch, Paul. Lassen wir es doch bleiben. Was heißt wir?
Also mich, wenn's fragst, mir hätte er nicht in die Gegend laufen dürfen. Glaubst du, dass er sich von dir hätte aufhalten lassen? Trink jetzt deinen Kaffee. Nimm das doch nichts dran. Warum haben Sie ihn denn nicht aufgehalten? Wer, ich? Ich hab's versucht. Aber ich kann nichts dafür, dass er unbedingt gehen wollte. Nein, stimmt nicht. Wenn er unbedingt angeben will, dann soll er es doch tun. Aber mir imponiert er nicht damit. Mir nicht. Kann man ihn eigentlich von hier aus sehen? Man müsste einen Feldstecher haben. Oh ja. Der Berg ist kein Zirkus. Da braucht es keine Zuschauer. Es wird das jetzt aufgeben und sich abseilen. Wenn man ihn erwarnen könnte. Vielleicht ist er noch gar nicht in der Wand. 8:45. Längst. Das her? Im Hardrum gefunden. Was ist denn los? Ohne Haken kann er sich nicht abseilen. Soll ich die Bergwacht verständigen? Hoffentlich ist nichts passiert. Nein, nichts ist passiert, gar nichts. Er hat den Rucksack nur so zum Spaß hinuntergeschmissen. Nur so zum Spaß, versteht ihr? Wie lange wird es dauern, bis die Bergwacht da ist? Jetzt ist es 2:30. Bis 5 wird es schon dauern, bis drum sind an der Wand. Gerd! Was machst du denn da? Willst du vielleicht rausholen, damit du nachher auch angeben kannst? Angeben? Und Joe, es ist doch ein Unterschied, ob man angeben will oder ob einer drin hängt in der Wand. Wie stellst du das überhaupt vor? Du bleibst da. In 2 Stunden kommt die Bergwacht. Ja. Um 5 und um 7 wird es dunkel. Wer weiß, ob sie ihn überhaupt noch finden. Ja, langst du nicht, wenn einer drin liegt in der Wand. Du meinst also, ich soll ihn hängen lassen? Da schaut er den an. Der ist auch aufgestiegen in die Wand. Und nach 3 Tagen haben sie ihn dann gefunden. Kein Knochen ist mehr ganz gewesen an ihm. Schau ihn dir an.
Gerd! Gerd, geh nicht allein auf. Versuch festzustellen, wo er hängt. Aber ich bitte dich, geh nicht in die Wand. Ich werde es schon richtig machen. Blödsinn von den Burschen, bei dem Wetter in die Wand zu steigen. Ganz still. Zuerst vorsichtig. Deine Eltern, die werden sich schön bedanken, wenn es die Rechnung kriegt. Ein Arsch soll bei dir versohlen, das ist meine Meinung. Lassen Sie sein, Hansel. Der hat Angst genug ausgestanden. Stimmt's? So, los gehen wir. Wenn ich den Rucksack nicht verloren hätte, dann hätte ich bestimmt nicht. Thank you.
Ist in der Wand gewesen? Ja. Na, sag doch, wie war's denn? Prima!